Ich begrüße in der Folge 1 Tsuna. Ich versuche die Folge jetzt ungefähr schon zum 10. Mal aufzunehmen, deswegen weiß ich, was jetzt passieren wird. Denn es gab jetzt immer mal wieder Probleme, aber die sollten jetzt eigentlich beseitigt sein. Und deswegen machen wir jetzt weiter. Hier oben kommt jetzt gleich ein Bosskampf, das habe ich mal schon so gedacht, weil da unten ein Speicherpunkt war. Und ja, ein riesiger, fetter Pinguin. Das ist doch cool, so ein Bosskampf. Würde ich mal so meinen. Oh boy. Wer kommt auf so eine Idee? Es sieht schon ziemlich witzig aus. Es sieht schon ziemlich witzig aus, oder? Finde ich nicht. Ich denke mir schon, das sieht. Aua, das hat weh. Das sieht schon ziemlich witzig aus als Bosskampf. Und jetzt kann man es zwar gerade nicht sehen, aber die Frisur von dem Vieh erinnert mich an den Charakter aus Xenoblade Chronicles. Oh, das ist ein Kai-Ups. Und zwar an den Anführer der Dinosaurier. Der hat nämlich auch so einen komischen Zipfel oben auf seinem Kopf drauf. Und das erinnert mich halt sehr daran. Aber die Frisur kann man jetzt gerade nicht sehen, weil er halt, ja, jetzt gerade nicht mal im Bild ist. Und das ist ein Problem eigentlich, aber okay. Deswegen habe ich den Bosskampf jetzt auch mehrere Male schon gemacht. Manchmal ist die Aufnahme auch schon vor dem Bosskampf gestorben quasi, deswegen. Ich hoffe mal, dass... Ah, das, jetzt kann man sehen. Ich hoffe mal, dass die Probleme jetzt nicht wieder auftauchen. Aber ich müsste das alles im Blick haben. Und falls es wieder Probleme gibt, dann muss ich die Aufnahme mal kurz beenden. Aber ja, falls es Probleme geben sollte, dann wie gesagt, beende ich die Aufnahme kurz und dann geht es weiter. Aber bisher ist noch alles okay. Bisher ist noch alles voll im Rahmen. Ich sollte mit ihr eher magisch angreifen, fällt mir gerade mal so auf. Das wäre klüger, weil das mehr Schaden macht. Deswegen, wow. Er hat einfach nicht getroffen. Das ist cool. Du greifst an, du machst, ach du bist Endiums, ups, du greifst an und du machst ein Q2. Auch wenn es nicht unbedingt irrig war, aber ja, passt schon. So, das wäre der Power Dive. So, jetzt haben alle schön ihr Monumentum Teil und ich kann schon angreifen. Auch hiermit. Und schön seine Light Resistance runterballern. Jetzt macht Licht halt mehr Schaden auf ihn, logischerweise, wenn ich seine Resistenz runterballere. So. Bam. Bam. Ja, sie kann jumpen. Ist halt ein Tribun, wie schon mal gesagt. Wahrscheinlich. Deswegen kann sie jumpen. Ja. Aber ist halt nicht unbedingt nötig momentan, dass sie jumpt. So, du gibst ihr mal ein Ether, weil, ja, die Dinge brauchen. Nicht dir, oh, ich meine Aufsetzuna, ich bin so dumm. Weil sie den gebrauchen kann. So, jetzt hat sie gefressen, was auch immer, hat sie dabei geheilt, das ist auch schon mal vorgekommen im Kampf. So, du gibst jetzt, den Ether auf Setsuna, nicht auf dich, Endir, auf Setsuna. Und du machst, du machst Q2, als sie geheilt werden kann. Und du wartest, bis dein Momentum voll ist, dann greifst du schön an. Sehr schön. Wundervoll. So, Ende jetzt auch. Und jetzt Tsuna auch. Wundervoll. Das ist doch eine sehr gute Sache. So, Julien. Merke ich, ich warte auch, bis Momentum voll ist. So, jetzt. Endio dauert noch ein bisschen, deswegen greife ich an. Du machst. Was war das nochmal? Wie viel Schaden macht das? Ja, okay, nicht so viel. Da war der Rest besser. Aber mit ihr muss ich eh gleich eher heilen. So, Endio kann aufs Monumentum warten. Und du. Ah, jetzt habe ich es gleich eingesetzt, verdammt. Aber egal, passt schon. Mach es halt gleich. Das passt schon. Royal Bite, okay, das ist klar. So, du greifst an. Du greifst auch schön an. Und du machst dein Lightning. Und ich hab das Monument verkackt, verdammt. Aber egal. Das sollte gleich passen. Er ist gleich tot. Jetzt nicht mehr, weil sich heilt hat. Wundervoll. Wundervoll. Ich habe bald keine Wiederbelebung mehr. Das ist uncool. Aber okay. Das passt schon irgendwie. Das ist prima irgendwie hin. Das kriegen wir irgendwie hin, liebe Leute. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, du greifst an. Du machst Kyo 2. Und du greifst auch an.
Dann sollte das irgendwie klar gehen. Der Kampf ist nicht schwer, er ist nur lang. Lang. Sehr, sehr lang. Also jetzt wirklich lang. Das ist einer der längsten Kämpfe im Spiel, würde ich mal sagen. Aber so, wir haben es geschafft, sehr schön. Und da explodiert einfach alles. Es explodiert komplett und gibt mir sehr viele Level-Ups und so. Gut, dann würde ich die Aufnahme jetzt liebend gerne mal kurz beenden, bis das nächste Problem kommt oder so. Ich habe immer noch ein Item. Ja, sag ich doch. Dass es nicht so Problem kommt oder so, weil das wäre ziemlich doof. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Okay, wir sind jetzt hier auf einem weiteren Teil der Overworld. Hier gibt es so ein kleines Ding, wo man ja ein bisschen rumlaufen kann. Und wir können jemanden treffen dort hinten. Ein Mann. Hier leckt es gerade ein bisschen, tut mir leid, aber ja. On a journey, oh ja. Take my advice and don't get yourself involved with the Magic Consortium. They know everything, because they've done everything. I'm sure they're still up to no good, even now. Oh, and don't tell anyone you saw me here. Ja, er hat uns gesagt, wir sollen uns nicht mit dem Magischen Konsortium einlassen, was wir aber eigentlich schon gemacht haben, und zwar, um Jane zu retten, und wir bekommen auch von denen unsere ganzen Sprite Knights und so weiter und so fort. Also, ja. Und wir sollen ihnen nicht sagen, dass der Typ da war. Das ist auch wichtig. Bin ich mal gespannt, was das damit auf sich hat, weil, ja, das... Ich habe ja auch noch nicht so weit gespielt, wie gesagt. Ja, ich werde jetzt sagen, was wo ich ihn kenne. Aber ich kenne jetzt vielleicht noch so 10 Minuten weiter ungefähr, keine Ahnung. So, hier, die Archimel, was auch immer, Ruins. Als ich den Höheneingang gesehen habe, dachte ich mal halt so, oh nee, nicht schon wieder so eine Eishöhle. Hatten wir doch jetzt erst ein paar Mal. Aber nein, es ist eine Ruine. Und das ist ja gut, weil noch eine Eishöhle wäre einfach komplett langweilig gewesen. Der erste Raum ist halt in etwa gleich, also zumindest bis dahin jetzt hier gerade, wie in diesen einen Ruin, wo wir schon mal kurz drin waren, aber halt nicht rein konnten. Und ja. Hm? Listen. Did you just hear a voice? What? Nothing. I must have imagined it. Be on your guard. These ruins are not to be taken lightly. The power of the sprite knight here is so strong that it can play tricks on one's mind. You must not allow the ruins to consume you. Ja, sie haben gerade erklärt, dass die Sprite-Energie halt hier ziemlich stark ist und deswegen, ja, kann das halt Auswirkungen auf die Gedanken, was weiß ich, haben, auf, ja, genau. Und man kann ja Dinge einbilden, was weiß ich, dadurch. Deswegen soll man halt aufpassen, dass wir uns davon nicht irgendwie... Hallo? Kannst du... Dankeschön. Das war jetzt seltsam. Deswegen sollen wir halt aufpassen, dass uns das nicht irgendwie voll... Ja, kontrolliert oder was weiß ich. Genau. Das ist relativ wichtig. Wenn wir halt hier unterwegs sind. So. Hier haben wir ein paar Schlangengegner. Das sind natürlich so die typischen Gegner in diesen Ruinen. Nichts Spektakuläres, aber... Ja. Sind halt da. Nicht sonderlich schwer. Vor allem, wenn man halt die Gegner unbemerkt angreift und halt dann zu Beginn des Kampfes einen Dings bekommt, einen Monumento-Mode. Und dann kann man einfach richtig krass draufhauen. Und ja, jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir hier angegriffen... ohne dass sie uns bemerkt haben. Und deswegen haben wir jetzt hier schön Monumentum bekommen und können die richtig krass zerstören. Oh, die haben wir jetzt nicht zerstört. Schade. Dafür jetzt gleich. Bam, bam, badum. Ach ja. Und tschüss. Ja, das Dungeon-Prinzip, sag ich mal, ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben diese komischen Platten, die wir halt aktivieren können. Und... ja, genau. Dadurch öffnen sie halt neue Wege. Jetzt ist mal hier so ein bisschen relativ einfach, um zu erklären. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Also ist noch ein bisschen nicht wirklich kompliziert, aber ja, es kommt halt noch mehr damit einfach. Sag ich mal. So. Dass wir halt noch ein paar mehr Wege haben als diesen einen simplen Weg. Und ja, da wird das halt noch gleich viel cooler. Sehr schön, ein Crit. Nice, nice, nice.
Und sogar ein Water Kill. Aha. Spannend. Hat sie wohl Wasser, Dings auf ihre Waffe drauf. So, jetzt kommt sie nämlich hier. Jetzt haben wir hier einmal im Weg. Und jetzt haben wir hier drüben noch einen Weg. Also, einiges an Wegen, wie gesagt. So. Hier sind noch ein paar Gegner, die wir angreifen können. Wie waren eigentlich Lightning bei denen? Ja, einiges. Das ist gut. So. Und du bist auch tot, sehr schön. Und die eine sollte jetzt echt kein Problem werden. Ach ja, das ist immer super. Wenn ich irgendwann mal im Laufe meines YouTube-Lebens, sag ich mal, irgendwann mal eine Top 10 der Budget bei der Sims machen sollte oder so, muss das definitiv rein. Ist einfach mal was komplett anderes als die typischen bei der Sims, sag ich mal. Es klingt einfach viel cooler. Das ist ziemlich super. Das gefällt mir. So, ich will mal mein Team wieder ein bisschen auswechseln. Und mit ein paar anderen Leuten kämpfen. So, hier können wir jetzt noch einen Weg machen. Genau. Da drüben müsste nichts mehr gewesen sein. Jetzt geht es hier noch lang. Hier ist, glaube ich, noch eine Schatztruhe. Und ein paar Gegner. Oder hinten ist noch ein Item. Hä, hey, wieso bekomme ich Momentum? Ich glaube, die haben mich nicht bemerkt. Aber egal, dann halt nicht. Ich gehe auf die. Okay, ja, hat den Oma auch getroffen. Sehr schön. Ich bin auf die gegangen, weil, ja. Ich mir halt dachte, dass er da halt mehr Schaden machen würde, wenn er halt einfach sein Dings benutzen kann. Sein Moment, wenn das halt beide trifft und halt voll viel Schaden macht. Aber er hat die Oma getroffen. Sehr schön, das waren direkt 16 Lebenspunkte. Nice. So, oh, wundervoll, der für beide. Gut, der Zunat hat auch bald eins. Moment, ich bin jetzt geheilt. Stimmt, aber sie ist nicht geheilt. Ja, ich meine einfach mal eine Heilung. Sie müsste ja auch bald eins bekommen, deswegen. Also wieder eins bekommen, deswegen passt das, denke ich mal. So ist ein Item. Und hier unten müsste eine Truhe sein mit irgendeinem. Ja, genau, einem Dings, ein Counter-Strike. Nicht das Spiel. Ist einfach ein Talisman. Aber der ist nicht so gut, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Deswegen rüste ich erstmal nicht aus. Ich glaube, hier unten war jetzt. Nee, hier unten war scheinbar gar nichts. Oder so. Nice. Dann will ich jetzt erst hin. Der hat überlebt, wirklich jetzt. Er hat bestimmt nur noch ein Leben oder so. Wetten. Das wäre jetzt typisch. 3. Wow. Ernsthaft jetzt. Meine Güte. Gott, das ist immer anstrengend. Hier oben ist, glaube ich. Ja, hier geht es dann, glaube ich, weiter. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Deswegen gehe ich erstmal da drüben lang. Ah, genau, hier war nur eine verschlossene Schatztruhe, genau. War es noch irgendwie im Weg oder so eine Richtung? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, wir waren jetzt überall. Hier drüben waren wir auch schon, ja. Ich will vorsichtshalber nochmal nachgucken. Aber hier war die eine Truhe. Da oben. Genau, da waren wir schon. Und hier unten müssten wir auch schon gewesen sein, oder? Ja, wundervoll. Ich wollte nur mal sicher gehen, deswegen. Nehmt euch übel. So, und dann. Ja, können wir jetzt hier weiter, würde ich mal so meinen. Ja, dann. Ich glaube, hier ging es jetzt weiter. So, was ist hier unten? Gegner, die haben es aber bemerkt, schade. Das heißt kein Momentum. Aber egal. Das ist schon okay. Sehr schön. So. Ja. Feeds. Ja, die können ihre Freunde essen. Das ist ziemlich makaber irgendwie. Einfach mal deinen Freund essen und dann dich stärken. Aber okay, wenn die Gegner es für gut befinden, dann sollen sie es machen. Ich hab aber nicht das Recht, über sie zu urteilen. Wenn sie halt das machen wollen, dann okay, dann macht's halt. Ist mir auch relativ wurscht eigentlich. Solange ihr mich nicht fresst, ist mir alles recht. Wie der Bossgegner. Der hat mich ja gefressen. Oh boy. Wow, sehr gut. Ja, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ach ja. Burning Brief. Ja, Brief. Natürlich.
Aber, ja, okay, man weiß ja nicht. Es könnte jetzt heißen, brennendes Atmen oder brennender Atem. Aber ich denke mal, brennender Atem ist, sinnvoller als brennendes Atmen. Zumindest klingt es besser als brennend. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht immer besser. Kannst du aufhören, mich voll abzubrennen? Das wäre voll cool von dir. So. Sie ist kurz vorm Level Up, das heißt, ich werde jetzt nochmal heilen, weil. Ja, dann hat sie eh gleich, ups. Hier oder nicht hin. Da hat sie eh gleich wieder ihre MP voll, deswegen passt das voll. Da unten ist eine Truhe. Oh, wie komme ich denn da hin? Oder ist das die untere Etage und die Entwickler waren zu faul, das da wegzumachen? Das sieht so ein bisschen aus wie die untere Etage. Also, dass man die geöffnet hat quasi. Ich weiß jetzt nicht genau. Da unten war ich noch nicht. Ich war bis zu einem Punkt, wo wir gleich hinkommen. Und zwar nach diesem Kampf hier, glaube ich. So, der gibt dann gleich dazu nach dem Level ab, würde ich mal so meinen. Und dann hat sie auch wieder ihre MP voll. Voll, nicht full. Bam, 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 bam. Und er frisst wieder seinen Freund. Dieser Pisser. Wie kann er nur? Ich würde einfach so gerne, was sie sagen. Da war unten mal eine Fledermaus, das heißt, unten können wir noch gar nicht gewesen sein. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich noch hin, keine Ahnung. So. Ja, genau, bis hierhin kam ich. Also noch ein kleines Stück weiter, aber ja. Ich weiß, was jetzt passiert. Listen to. Listen to me, Nidor. What? Nidor and Ear. Where are we? We were all inside the ruins, right? Where have the others gone? What the hell is that thing? Yeah, right. Damn, this is giving me the creeps. It's hard to bring myself to this, to do this, but this thing definitely seems to be a monster. So, I ain't gonna be pulling no punches. Come on, let's go! What am I going to do? Hey, what? It disappeared! What was that thing? Anyway, standing around here ain't gonna do us no good. Let's head on. Ja, das war eine Schattenmessung von Nidor. Bis hierhin kenne ich es jetzt. Und dann ist die Aufnahme kaputt gegangen. Und so weiter und so fort. Das ist das erste Opfer. Also nicht das erste, sondern das, was Nidor beschützen sollte. Mana, please look after my sister, Nidor. This pilgrimage is being joined by the strongest guard possible. I'm on a team, after all. We'll be in the last lands in no time at all. He's right, Nanasi, was auch immer. He's right, there's no need to worry. I know Nidor will protect me. Nidor, when you get back, I have something important to talk to you about. Something important? If it is about our wedding, I already asked the chief. No, it's not that. I think you'll probably be quite surprised. Well, that's something to look forward to. Alright, see you when I get back. Das ist scheinbar nie das Vergangenheit. What is this? Das wüsste ich auch gern. Du kannst mir theoretisch mehr darüber verraten, weil du müsst, ist das erkennen, diese Szenen. Denke ich mal. Not again. Sie scheint irgendwie verletzt zu sein oder so. Damn it! You're burning up! There definitely ain't no case of the flu! I'm sorry to do this in the middle of our journey. At this rate, you might not even make it to the last lands. Let's turn back for now. No, we cannot. I want to fulfill my duty as a sacrifice. I'll be fine soon. Don't worry. Please just wait a little longer. Nanase.
Okay, sie scheint Fieber zu haben oder aus einer Richtung. Das ist Mai. Ah, ja, er deutet jetzt schon an, so eine Richtung. Jetzt erfahren wir endlich, was ihm eigentlich widerfahren ist damals. What the hell's going on? Nanase, hang in there! I'm sorry. I think this is the end for me, the end. No, you can't give up! I promise to get you to the last land, no matter what! I know my own body better than anyone. So you knew your illness was this bad, why didn't you say something? No, in truth, it is not my illness that ails me. It is my love for you. What? But in your heart, there is only room for my sister, Mana. Or Mana, wie auch immer. Knowing that has been so hard for me, so painful. If my love is to be unrequited, was auch immer, then at last, at least a sacrifice. I wanted to be able to watch over this world. I wanted to protect it. I wanted to protect you. Hey, stop it, Nanase! Open your eyes! Nanase! Okay. Also scheinbar war sie in ihn verliebt. Und ja, sie wusste, dass Nida ihre Schwester liebt. Und daher war sie halt mega traurig und das hat sie halt voll verletzt und so. Is that it? Is that all you've got? This guilt, this pain, it won't go away. Come on, let's go, dammit! I ain't gonna be pulling no punches! Stop it, please, stop. You know it yourself, don't you? No matter how many monsters you kill, that guilt ain't never going away. It's no use. No matter how much I regret it, I can never change the past. What I did can never be undone. A pathetic, miserable swordsman with nothing left to live for except his own guilt. You bring unhappiness to everyone around you. Why don't you just die? It's no use. I've lost everything. Knowing my enemy ain't gonna do me no good now, this is the end for me. In the end, you couldn't make either girl happy. And now you've blindly agreed to serve as God once more. You plan on letting another sacrifice die, do you? Yeah, I know. Fighting is all I'm good for now. The only way I'll ever make up for the past is through battle. All I can do is fight. But what am I fighting against now? Who am I fighting against? You failed to guard the sacrifice. You brought sorrow to the world. In the end, you couldn't even protect the people you love. Your life is worthless. You don't deserve to live. You finally figured it out, huh? That's right, I'm you. I'm here to punish you for the mistakes in your past. What should I do? Clinging to the past? Also an der Vergangenheit festhalten. But it's the past that I'm trying to make up for, ain't it? You mean I've been forgetting about the future, do ya? So, all this time I've been fighting against. Finally, I understand now. It ain't the past having its revenge against me. It's just me who's clinging onto it and hurting myself by doing so. It was my own self-pity making me cling to the past. I need to forgive myself. Sorry, I think it's time to let you go, to let the past go. Thanks. Thanks for being with me all this time. Vielleicht erfahren wir jetzt in den Ruinen ein bisschen was über jede Person. Das wäre ziemlich cool. Finally. Finally, you listen to me, Nida.
Mana, is that you, Mana? Who's the little girl? It's strange. It's like I've met her somewhere before. That's Setsuna, oder? Hä? She's your daughter. My daughter? Her name is Set. Was? Was? Also hab ich. Also ist Nida der Vater von Setsuna? Her name is Setsuna. Yes, I know. When you set off on your journey, I said I had something to talk about. Ah, die Schwangerschaft. Also ist sie schwanger gewesen und wollte ihm das, wenn er zurückkommt, sagen. Didn't I? I had a new life inside me. A life created by the two of us. Thank you, Mana. Aber hieß es nicht, dass Setsunas Mutter auch als Opfer gedient hat, quasi? Thank you, Setsuna. Please look after our daughter. Protect her. Ah, sie. She is at world's last. She is the world's last hope. Ach so. Aber hä? Finally, they opened their eyes. Thank goodness, you're both alright. You both passed out all of a sudden. Don't you remember anything? Setsuna. What's wrong? Oh, I... No, I don't remember anything. Sorry for worrying you, all of you. Forget it! Do you think it was some sort of enemy attack? Why would it only affect Indira and Nida, though? No, that was no enemy. It was just too damn sick-headed. I was just too damn sick-headed and I had some people really worried. What's that supposed to mean? Did you knock your head, old man? Er rennt weg. Can I talk to you for a minute, Endure? I saw a strange dream. I see, so you know everything. Setsuna is my daughter. But for now, I want to keep this between us. I know what you must be thinking, but it's for the sake of this journey. Setsuna is better off not knowing about me. If she found out, she'd be really shook up, and that would affect our journey. And anyway, I want to protect her not as a father, but as a swordsman and as a god. I hope you can understand. Das ist krass. Now that I think about it, I haven't thanked you yet, have I? Thanks for saving me, Endira. Das ist krass. Ja, ich lasse die Party so, bitte. Ja, aber jetzt wissen wir, was es mit Endira auf sich hat. Mit Nida, meine ich, sorry. Also, ist er der Vater von Setsuna? Das ist ziemlich spannend. Aber hieß es nicht, dass Setsunas Mutter auch als Opfer gedient hat und deswegen vorher irgendwie gestorben ist und so? War da nicht was? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Weil Mana war ja kein Opfer, deswegen. Oder meinte. Ja, wobei. Es war. Also Mana ist ja die Mutter und nicht irgendwie. Nanani, wie auch immer sie hieß. Deswegen. Das ist irgendwie ziemlich seltsam, aber okay. Aber okay, das wird bestimmt noch irgendwie erklärt oder so. Keine Ahnung, jedenfalls. Ein interessanter Plot-Twist, sag ich mal. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Ich habe nur so aus Spaß halt gerade gesagt, das ist Setsuna wahrscheinlich. Ich dachte mir halt so, ja okay, sie hat rote Haare, vielleicht ist es Setsuna. Und ja, dann war es halt richtig. Ich kann das wirklich noch nicht, ich schwöre es euch. So, hier scheint es mir dazu geben. Hier sind noch ein paar Gegner. So.
Alles klar. Ich hoffe, er wird es ihr im Laufe des Spiels noch sagen. Aber das wird dann bestimmt richtig hart für Setsuna und ihn. Weil er weiß halt, dass er gerade seine Tochter bekleidet, wie sie quasi sterben wird irgendwann und so. Oh, das muss richtig hart für ihn sein. Hallo, mach bitte. Also, manchmal ist es irgendwie ein bisschen verbuggt, kann das sein? Also, er tut mir schon ein bisschen leid, der gute Andy, oder? Ist hier jetzt doch... Hä, was ist das? Ist das deaktiviert, oder was? Ich muss wahrscheinlich erst aktivieren. Ja. Ich würde jetzt auch gerne den Part beenden, aber... ich kann jetzt keinen weiteren aufnehmen, deswegen... wäre es voll cool, wenn wir einen Save Point bekommen würden. Irgendwie. Deswegen. Ich weiß ja, bis noch immer ein Boss kommt, deswegen. Aber ein Save Point wäre schon ziemlich praktisch. Weil, wie gesagt, ein zweiter Paulus kann nicht drinnen. Ja, kann ich mir nicht heilen, das wäre voll cool. Ah, das ist schon krass, oder? Es ist. Ich hab's wirklich nicht kommen sehen, einfach. Ah, das ist ein richtig krasser Zufall, dass wir dann halt einfach niedergefunden haben. Und er in Wahrheit Setsunas Vater ist. Das ist. Krass. Doch, definitiv. Das hab ich echt. Boah. Also, so krass ist es auch nicht. Das ist ja krasses Potenzial ever oder so. Aber ich meine halt was so. Es ist schon irgendwie. Eine ziemlich. Krasse Sache. Was halt noch ein bisschen mehr Dramatik in die ganze Sache reinbringt, einfach. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Da kann halt noch einiges Cooles kommen, irgendwie. Backflapper. Ne, Blackflapper. Nicht Backflapper. Da kann halt noch einiges kommen. Was so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden angeht und so und so fort. Puh, ich habe Angst vor den kommenden Parts, wenn ich so an die emotionalen Momente, die noch kommen könnten, denke. Wenn er es ihr halt irgendwann sagt, dass er ihr Vater ist. Ah, hier ist ein Safe Point, sehr schön, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao. Euer B-Road, tschüss.